das Leben aus der Kurve trägt. Wenn mir der Alltag meine Sprache verschlägt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Fragen erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Wenn mir der Zweifel meine Freude raubt, wenn man mir sagt, ich hab nicht richtig geglaubt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Zweifel erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Meine Wut über mein Herz regiert, wenn tief im Innersten die Angst randaliert, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Ängste erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Was du sagst, bleibt.
bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? An deinem Ohr höre ich das schönste Liebeslied. Und an dein Wort wollen ich halten, denn dafür haben wir gerade gesungen. Das Thema heute ist Gnade und Wahrheit, Thema Predigt für uns. In der Vorbereitungszeit meiner Moderation habe ich dieser Bibeltext, der heute den Predigt aus Johannes 8, Vers 1 bis 11 gelesen und finde, das ist eine der interessantesten Geschichten von Jesus, die uns hier überliefert wurde. Sie scheint einiges durcheinander zu bringen, genau gesagt. Sie bringt Dinge zusammen, die wir nur schwer miteinander vereinbaren können. Zum Beispiel Gnade und Wahrheit. Und sie trennt, was wir gerne vermengen. Das klare Unterscheiden und Beurteilen auf der einen Seite und Richten und Verurteilen auf der anderen Seite. Jesus fordert uns hier heraus. Ja, er fordert uns alle heraus, alle beteiligt und uns alle. Andreas, ich bin sehr gespannt und freue mich auf deine Predigt. Aber zuvor möchte ich für dich, aber auch für uns beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für Andreas
um deinen Segen. Rede du, Herr Jesus Christus, aus ihm. Ich bitte dich um das Wirken deines Geistes, das unerneu und Heil macht in deine Kraft und uns alle verändert. Berühre du unsere Herzen und hilf uns, richtig zu verstehen, was wir hören werden. Schenke uns barmherzige Herzen, die zugleich unterscheiden können zwischen dem, was dich ehrt und was nicht. Herr, segne du uns. Amen. Danke, Kong, auch für deine Einleitung, die Worte, die Lieder, auch bis hierher. Ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz auch schon mal so gehört habt. Ich habe das vor einiger Zeit mal so von jemandem gesagt bekommen. Ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe. So ist das manchmal in einem Konflikt. Ja, wenn der eine auf seiner Meinung beharrt, weil er einfach überzeugt ist davon, dass er recht hat, aber der andere ist es leid und müde zu diskutieren. Es ist leid und müde, einfach auch um eine bessere Lösung zu ringen. Und dann sagt man, ja, du hast recht und ich habe einfach meine Ruhe. Natürlich kann man manche Konflikte auch so lösen. Ja, wenn es um Nebensächlichkeiten, belanglose Dinge geht, wenn es sich nicht lohnt, jetzt länger zu streiten, wenn man vielleicht auch sagt, ich bin freiwillig einfach auch dazu bereit, auf ein Stück meines Rechtes zu verzichten. Aber was wäre denn, wenn es um eine Sache geht, die dir wichtig ist, wo du sagst, ich kann nicht einfach auf mein Recht verzichten. Ich kann nicht einfach sagen, ach, ich will nur meine Ruhe, sondern du willst mehr erreichen. Oder stell dir mal vor, es geht um eine Sache, da geht es um Leben und Tod. Wärst du dann auch damit zufrieden, zu sagen, naja, lass dem anderen mal sein Recht und ich habe meine Ruhe? Ich bin froh, dass Jesus damals ganz anders reagiert hat. Dass Jesus eben nicht gesagt hat, naja, lass den anderen mal ihr Recht und ich habe meine Ruhe, sondern dass Jesus diesen Konflikt, um den es damals ging, dass er das mit Gnade und mit Wahrheit gelöst hat. Und Kong hat es schon gesagt, in diesem Ereignis oder von diesem Ereignis lesen wir in Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11, und ich lese uns diesen Text einmal vor. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.
Ja, dieser Text ist bekannt und sagen wir so, dieser eine Satz ist ja auch sehr bekannt, so bekannt, dass es eben nicht nur jetzt Bibelkenner, Bibelleser diesen Vers kennen und zitieren, sondern eben auch andere. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Über den Text werden wir nachher etwas länger noch nachdenken, aber ich möchte einige Vorbemerkungen machen. Was mir zuerst einmal auffällt, ist, dass Jesus hier sich in die Stille zurückzieht, Zeit im Gebet verbringt, Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater sucht. Und ja, der Ölberg, das ist so ein Ort der Stille, ein Ort, wo Jesus eben sich immer wieder mal zurückgezogen hat, abseits vom Trubel in Jerusalem. Er sucht Gottes Nähe, er sammelt sich. Für ihn ist das so ein Ort der Vorbereitung auf das, was bevorsteht. Und ich bin mir sicher, dass Jesus nur deshalb auch in der Lage war, hier in dieser Situation, die dann folgt, so souverän zu reagieren. Er kommt aus der Begegnung mit Gott, er kommt aus der Stille. Ich habe mich gefragt, ob wir in unserem Alltag auch solche Rückzugsorte, Rückzugsmomente haben. Oder ob es oft in unserem Alltag ja, einfach fehlt. Wir stecken so fest im Trubel dieser Welt und dann passiert es, dass wir in irgendeinen Konflikt hineingeraten und überfordert sind. Mir geht das manchmal so. Da komme ich so in eine Konfliktsituation, in irgendwas, was stresst und ich reagiere überfordert. Ich reagiere vielleicht auch unangemessen, weil mir vorher die Ruhe fehlte, darüber nachzudenken, aus der Verbindung mit Gott. Wie gut hätte es uns, diese Nähe, diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Jesus sucht also den Ort der Ruhe. Aber dann bleibt er nicht dort, er verkriecht sich nicht einfach abseits der Welt, sondern er sucht wieder auch die Gemeinschaft mit den Menschen. Wir sehen ihn kurz darauf am Tempel, wie er umringt wird von Menschen. Jesus hat den Menschen etwas zu sagen, das ist ihm wichtig. Er will ihnen etwas über Gottes Wesen, über seine Person, über sein Wirken deutlich machen. Und die Menschen, sie wollen ihn auch hören, weil Jesus anziehend wirkt auf sie, weil er glaubwürdig ist, verlässlich, weil es so ist, dass das, was Jesus sagt, ja, er lebt es auch konsequent. Und die Menschen kommen zu Jesus, weil sie etwas von ihm lernen wollen. Ich habe mich gefragt, ob wir als Gemeinde auch so anziehend sind. Unsere Gottesdienste, unsere Predigten, wir als Menschen. Dass Menschen kommen, um zu lernen. Aber ich habe mich auch gefragt, bist du hier, weil du etwas von Jesus lernen willst? Und das wünsche ich mir, dass wir auch heute Morgen hier Lernende sind. Und dass ihr, so wie ich, durch diese Predigten, dass ihr Impulse bekommt, Impulse, um unser Leben, auch in Konflikten, ja, dass wir das mit Gnade und Wahrheit lösen können. Und ein erster Gedanke, den ich heute mit euch teilen will, ein erster Impuls, der lautet, verurteile nicht, wenn dich nicht die ganze Wahrheit interessiert. Mir ist das schon mal vor einigen Jahren so ergangen, da hat jemand ein Urteil über mich gefällt, bevor er mich überhaupt erstmal richtig kennengelernt hat. Jemand anders hatte ihm irgendwelche Dinge über ihn erzählt, aber das war nur die halbe Wahrheit. Oder er hatte mich eben in einem Moment erlebt, wo ich vielleicht zugegebenermaßen, ja, vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt worden bin, wo ich eben keinen guten Eindruck hinterlassen hatte. Aber diesen Moment nahm er nun, um ein Urteil über mich zu fällen. Und in der Folge kam es dann auch zu Konflikten, weil er mich immer durch diese eine gefärbte Brille sah, mit dem Vorurteil. Wir sagen ja so manchmal, urteile nicht, bevor du nicht die ganze Wahrheit kennst. Aber oft genug fällt es uns schwer, so zu leben. Wir sind schnell zufrieden, andere in irgendwelche Schubladen auch hineinzustellen. Leider passiert es auch unter uns Christen so. Und dann fällt es uns besonders leicht, wenn der andere so einen Makel hat in seinem Leben. Aber lässt sich das Leben des anderen wirklich nur auf dieses eine Makel reduzieren? Sagt ein Fehltritt schon alles aus über das Leben des anderen? Wir sind so schnell dabei,
irgendwas über den anderen zu sagen und sein Urteil zu fällen. Aber wie viel wissen wir schon wirklich, wer der andere ist? Nun, bei der Frau damals in der Geschichte war die Sache eigentlich ziemlich offensichtlich. Man hatte sie beim Ehebruch erwischt, in flagranti. Es gab keinen Zweifel, Irrtum ausgeschlossen. Und dafür gab es auch keine Entschuldigung, keine Erklärung. Einfach zu sagen, einmal ist keinmal, ist keine Rechtfertigung. Zu sagen, naja, die Frau hatte vielleicht Liebeskummer, ist auch kein mildernder Umstand. Man könnte ja auch sagen, na, die Frau war vielleicht verführt worden, aber hinterher hatte sie auch ganz mitgemacht. Und deshalb war das Urteil, das hier gefällt wird über diese Frau von den anderen, eindeutig. Ehebruch ist Ehebruch. Da ist Schuld, da ist Sünde, gerechte Strafe. Und auf Ehebruch stand damals die Todesstrafe. Und so standen nun diese Männer mit dieser Frau vor Jesus und sagen, Jesus, was meinst du? Auf den ersten Blick scheint es ja wirklich, als ob diese Männer es ernst meinen mit der Bibel, dass sie wirklich bibeltreu sind. Sie sagen, Mose hat gesagt, das Gesetz, im Gesetz steht das und das. Es wirkt eben auch so, als ob diese Männer etwas gegen den moralischen Verfall in der Gesellschaft tun wollen. Ja, sie wollen, dass wieder Ordnung herrscht, dass Gottes Ordnungen wieder beachtet werden. Und es scheint ja erstmal so, als wenn diese Männer etwas von Jesus lernen wollen. Aber wenn wir hinter die Fassade blicken, dann stellen wir fest, dass die Männer längst die Urteile gefällt haben. Sie sind nicht wirklich interessiert an Wahrheit. Denn hätten sie es wirklich ernst mit der Bibel gemeint, wären sie wirklich bibeltreu gewesen, dann hätten sie nicht nur die Frau dort hier vor Gericht gezerrt, sondern auch den Mann. Denn er war auch schuldig. Und laut Gesetz hätte er auch verurteilt werden müssen. Und hätten sie wirklich den moralischen Verfall aufhalten wollen, ja, dann frage ich mich, warum haben sie dann Jesus überhaupt gefragt? Die Ordnungen Gottes waren doch klar. Warum fragen sie noch? Und wenn wir näher darüber nachdenken, werden wir feststellen, dass sie nicht wirklich gekommen waren, um von Jesus zu lernen. Ich habe mich so gefragt, ob wir Christen in manchen Konflikten untereinander nicht ähnlich wie diese Pharisäer sind. Wir berufen uns auf die Bibel, aber wir begrenzen uns auf die Stellen, die uns passen. Wir beklagen den moralischen Fall in der Gesellschaft, aber leben wir wirklich selber, wozu Gott uns auffordert? Ja, wir sagen, wir fragen Jesus um Rat, aber sind wir wirklich an seiner Meinung interessiert, an der Wahrheit? Wir merken, die Absicht der Männer damals war es, eigentlich Jesus eine Falle zu stellen. Hätte Jesus jetzt gesagt, steinig diese Frau nicht, dann hätten sie gesagt, dieser Jesus widerspricht Gottes Wort. Er ist ein falscher Prophet und Jesus würde Glaubwürdigkeit verlieren. Hätte Jesus aber gesagt, meinetwegen steinig diese Frau, so steht es ja in dem Buch Mose, dann hätte man Jesus damals ja irgendwo gesagt, dass er die römische Ordnung bricht. Denn nur die Römer, die die Besatzungsmacht waren, durften die Todesstrafe vollstrecken. Und man würde Jesus als ja, Landesverräter, Volksverhetzer anklagen. Jesus steckt da wirklich in einem Konflikt. Aber es ist nicht nur dieser Konflikt gegenüber diesen Männern, sondern es ist auch ein Konflikt zwischen Gnade und Wahrheit, wie Kong es am Anfang auch gesagt hat. Ja, dass es schwierig ist, das zusammenzubringen. Gnade würde bedeuten, die Frau nicht zu steinigen. Aber das wäre auf Kosten der Wahrheit. Die Frau aber zu steinigen, ja, da wärst du auf dem Boden der Wahrheit, aber es wäre auf Kosten der Gnade. Ihr merkt, die Pharisäer haben Jesus eine Falle gestellt und sie sind absolut sicher, dass Jesus in diese Falle reintappen wird. Und wie reagiert Jesus nun? Jesus kniet sich auf den Boden und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und fragt sich, was soll das?
Man fragt sich, warum schweigt Jesus hier? Ihr kennt das vielleicht auch in manchen Konflikten, wenn der andere schweigt, das ist schwierig. Da wartet der andere auf eine Reaktion. Und vielleicht drängt er auch darauf, dass er eine Antwort bekommt. Er hat ja ein Recht darauf. Und manchmal eskaliert dann die ganze Situation. Manchmal kann natürlich auch sein Schweigen erstmal dazu beitragen, dass man erstmal wieder gemeinsam in die Ruhe kommt, dass das alles sich nicht noch mehr aufkocht, dass man zum Nachdenken kommt. Und man fragt sich, was schreibt Jesus hier eigentlich in den Sand? Ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene Deutungsversuche. Man hat überlegt, ob Jesus nicht vielleicht hier in den Sand so eine Linie zieht, von wo ab die Männer dann die Steine werfen können. Oder schreibt Jesus, sag mal, hier in den Sand die Sünden der Männer, die dort irgendwo auch die Frau anklagen, weil Jesus ja die Herzen kennt und er sie darauf stößt, darauf aufmerksam macht. Oder schreibt Jesus hier in den Sand die Namen der Ankläger, dieser Männer? Denn im Alten Testament, in Jeremia 17, Vers 13, da steht, dass Gott die Namen derer in den Sand schreibt, die sich von Gott abgekehrt haben, die Gott verlassen haben. Und sie sind in den Sand geschrieben und werden einmal ausgelöscht. Es ist gut möglich, dass Jesus die Männer darauf aufmerksam macht. Aber wir sehen, die Männer, sie geben keine Ruhe. Sie haben noch nicht aufgegeben. Vom Gesetz her sind sie ja auch im Recht. Sie wollen aber, dass Jesus etwas sagt, wo sie ihm einen Strick draus drehen können, woran sie ihn festnageln, worauf sie ihn aufs Kreuz legen können. Aber wie reagiert nun Jesus? Und damit komme ich zum zweiten Impuls, den ich euch mitgeben möchte. Zweitens, urteile nicht, wenn du darin selbst nicht ohne Makel bist. Jesus richtete sich auf, heißt es hier, und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ich bin sicher, dass mit so einer Antwort diese Männer nicht gerechnet haben. Mit allem haben sie gerechnet, aber darauf wären sie sicher nicht gekommen. Und das zeigt wieder einmal, wie genial Jesus ist. Ich bin begeistert von ihm, auch heute. Und wenn wir mal darüber nachdenken, mir fällt auf, dass Jesus hier mit diesem Wort eben nicht dem Gesetz widerspricht. Er stellt das Gesetz nicht in Frage. Er entschuldigt auch die Sünde der Frau nicht. Jesus bestätigt hier, ja, die Frau ist schuldig. Sie hat nichts anderes als Strafe verdient. Das vergessen wir manchmal, wenn wir diesen Text lesen. Jesus toleriert keine Sünde. Deshalb sollten wir Sünde auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also Jesus hebt das Gesetz hier nicht auf. Nein, sogar er verstärkt die Botschaft des Gesetzes hier. Nach der Tora, nach dem jüdischen Gesetz, waren es die Augenzeugen, die den ersten Stein werfen sollten. Und Jesus verstärkt nun die Wirkung dieser Worte, indem er sagt, den ersten Stein soll der werfen, der sich in dieser Sache keine Schuld vorwerfen kann. Also Jesus fordert die Einzelnen auf und sagt so, jetzt prüft euch doch mal selbst, bevor du über andere urteilst. Und er hält den anderen einen Spiegel vor. Und Jesus macht deutlich, Sünde beginnt im Herzen. Und jede Sünde, die ich denken kann, die kann ich auch tun. Moment, könntest du jetzt vielleicht denken, heißt das, dass ich im Grunde genommen einen anderen nicht ermahnen darf, wenn ich sehe, dass er auf einem falschen Weg ist? Habe ich kein Recht, auch einen wieder zurechtzubringen? Denn wer ist denn schon von uns ohne Sünde? Doch, natürlich, wir sollen das sogar tun, anderen zurechthelfen. Aber Jesus macht deutlich, wir sollen nicht urteilen, wir sollen nicht verurteilen. Und wisst ihr, wenn wir von einem Richter sprechen, dann erwarten wir doch auch von einem Richter, dass er in der Sache selbst nicht anklagbar ist, dass er nicht befangen ist und dass er so viel Übersicht hat über diesen Fall, über diese Angelegenheit, dass er wirklich gerecht urteilen kann. Aber ich stelle fest bei mir, bei uns,
dass unsere Sicht oft sehr eingeschränkt ist. Was wissen wir schon? Und dass wir oft selbst in der Sache schuldig geworden sind. Je älter ich werde, umso mehr stelle ich fest, dass wir alle, jeder von uns, in der Gefahr stehen, auch ich, dass wir uns stolz über andere erheben, Menschen, die sich versündigt haben. Manchmal sammeln wir sogar die Fehltritte der anderen, um sie ihnen in bestimmten Situationen auch vorzuhalten, so eine Art ja, Sammelsurium der Waffen gegen den anderen. Dabei übersehen wir, dass wir, wenn wir mit dem Finger auf den anderen weisen, drei Finger auf uns zurückweisen. Wie leicht sehen wir die Fehler, die Sünden der anderen und realisieren nicht, wie schlecht es um uns selbst steht. Und Jesus sagt ja in Matthäus 7, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Versucht euch das mal bildlich vorzustellen, wie das aussieht. Wie will ich denn mit einem Balken im Auge den Splitter im Auge des anderen herausholen? Ich würde es doch nur noch schlimmer machen damit. Ich kann doch nicht das richtige Maß finden, um dem anderen zu helfen, wenn ich da selber behindert bin. Und ich würde nur unbarmherzig reagieren. Und ich habe festgestellt, dass oft der Splitter aus demselben Holz ist wie der Balken in meinem Auge. Manchmal beobachte ich bei mir, bei anderen, dass das, was wir von dem anderen erwarten, oft das ist, woran wir selber scheitern. Wir erwarten ein Stückchen Vollkommenheit und sind frustriert darüber, dass wir es nicht schaffen. Aber wenn wir das beim anderen sehen, dass er es nicht schafft, dann halten wir es ihm vor. Die Frage ist, bin ich bereit, in den Spiegel zu schauen, mich selbst zu prüfen und erst dann mit einer veränderten Haltung dem anderen zu helfen? Mich hat das schon manchmal davor bewahrt, andere vorschnell und hart zu verurteilen, ganz unbarmherzig mich von ihnen zu distanzieren, weil Jesus mir so einen Spiegel vorgehalten hat. Leider ist es aber gerade so, dass gerade wir Christen in der Gefahr stehen, unbarmherzig zu sein, gesetzlich verurteilend zu sein. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit meinem Physiotherapeuten unterhalten, der erzählte dann von einer seiner Großmütter, die ja auch gläubig war und religiös war, aber er sagt, diese Frau war hart und kalt und streng. Und er sagte, die andere Großmutter, ja, die war herzlich, die war großzügig und weich, aber die war eine Kneipenwirtin. Und ich frage mich manchmal, wieso kommt das? Vielleicht, weil wir von der Gnade reden und doch erwarten wir von uns und anderen, dass wir das Gesetz erfüllen. Und ich habe festgestellt, gerade wenn es dann um moralische Fehltritte geht, um sexuelle Sünden geht, dann reagieren wir Christen besonders unbarmherzig und gesetzlich. Aber wusstet ihr, dass damals Ehebruch nicht die einzige Todsünde war? Nicht die einzige Sünde, für die es kein Opfer gab, keine Vergebung, keinen Neuanfang? Sondern im Alten Testament lesen wir auch, dass zu den Todsünden Mord zählte, Götzendienst oder wenn du deinen Eltern ungehorsam bist. Wow. Und ich frage mich manchmal, wer von uns hat nicht schon manches Mal anderes mehr geliebt als Gott? Oder war den Eltern ungehorsam oder dem anderen in Gedanken den Tod gewünscht? Jesus hält den Menschen damals und heute auch den Spiegel vor. Jesus prüft uns, er kennt unser Herz. Und erstaunlich ist, dass damals keiner es wagt, den ersten Stein auf diese Frau zu werfen. Ja, sie sind ehrlich, könnte man sagen. Beschämt schleichen sie sich davon, einer nach dem anderen. Andererseits, und das ist das Traurige, ist keiner bereit, sich von Jesus helfen zu lassen. Übrig bleiben Jesus und die Frau. Und die anderen, die um sie herumstehen, die natürlich jetzt interessiert sind, was passiert jetzt? Und damit komme ich zum dritten Gedanken,
den ich euch gerne noch mitgeben möchte. Urteile nicht, wenn du nicht Platz für einen Neuanfang lässt. Die Ankläger haben den Schauplatz verlassen. Zurückbleiben Jesus und die Frau. Und das Tolle ist, die Frau ist geblieben. Ja, sie hätte ja auch sich davonschleichen können. Aber sie stellt sich ihrer Schuld. Sie stellt sich diesem Mann Jesus. Die Frage ist, ob sie längst geahnt hat, dass dieser Jesus der Einzige ist, der den Stein werfen kann. Sie ist ja noch nicht aus der Schuld entlassen. Sie muss sich ja noch irgendwo fragen, wie geht es jetzt weiter? Und interessant ist, dass Jesus bis dahin noch kein Wort direkt zu ihr gesagt hat. Aber das tut er jetzt. Jesus steht auf und wendet sich dieser Frau zu. Er blickt sie direkt an. So ein persönliches Gespräch, so ist Jesus. Auch das begeistert mich. Und ich freue mich einfach für die Frau, dass sie sich dieser Situation stellt. Jesus fragt, hat dich keiner verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Frau wurde in der Öffentlichkeit angeklagt. Und nun wird sie in der Öffentlichkeit, weil die anderen noch drumherum stehen, freigesprochen. Aber so kann der reden, der die Gnade und Wahrheit in einer Person ist. Und das stellen wir hier eben fest. Jesus ist die Wahrheit. Er hat das ja selber auch mal von sich gesagt. Ich bin die Wahrheit. Jesus hätte also als Einziger das Recht gehabt, diesen ersten Stein zu werfen. Und mir ist in der Beschäftigung mit diesem Text nochmal deutlich geworden, nicht wir sind die Wahrheit. Nicht wir haben die Wahrheit. Das tun wir aber so, als wenn es so wäre. Aber wir können uns nur Jesus als der Wahrheit unterordnen. Manchmal ist es so, wir müssen um die Wahrheit auch ringen in unserem Leben. Aber wir sind auch Jesus als der Wahrheit verpflichtet. Und Jesus verharmlost ja auch nicht die Sünde der Frau. Er spricht es an. Er fordert sie zur Umkehr auf, dass sie nicht mehr sündigen soll. Gleichzeitig aber lesen wir hier, ist Jesus auch Gnade in Person. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Du darfst leben. Fange neu an zu leben. Das, was du verdient hast, diese Steine, bekommst du nicht. Aber das, was du nicht verdient hättest, neu zu leben, ein Neuanfang, das bekommst du. Und genau das bedeutet Gnade. Das ist keine billige Gnade. Jesus verharmlost hier nicht die Sünde und entschuldigt sie nicht, sondern es ist eine teure Gnade. Jesus entschuldigt den Sünder. Jesus hat für diese Schuld auch am Kreuz bezahlt. Und ich glaube, dass Jesus in diesem Moment, wo er diese Frau sieht mit ihrer Schuld und Last, da weiß er, dass er die Strafe für ihre Sünde noch tragen wird. Nun, es gibt Menschen, die sagen, ja, so ist es richtig. Ich bejahe das. Jesus kann Schuld vergeben, er kann Sünder begnadigen, er allein kann das tun. Und dann sagen sie, aber das bedeutet doch nicht, dass wir den anderen vergeben und ihn begnadigen. Und sie gehen dann mit anderen hart ins Gericht und verklagen sie. Ich frage mich aber, wenn Jesus denen gnädig ist, die sich versündigen und dann ihre Sünde bereuen und bekennen, wenn er ihnen gnädig ist, sollten nicht auch wir ihnen gnädig sein? Und haben wir dem anderen wirklich vergeben? Wenn wir ihm seine vergangene Schuld immer wieder spüren lassen und wenn wir sein früheres Scheitern immer wieder hervorholen, das wirkt auf mich manchmal wie Ketten, die wir anderen Menschen anlegen, um sie daran zu binden. Dadurch, dass Jesus diese Frau begnadigte, gab er ihr die Chance für einen Neuanfang. Er öffnete ihr die Tür zu einem neuen Leben. Ja, wäre Jesus gesteinigt worden, dann wäre dem Gesetz Genüge getan gewesen. Aber Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Jemand hat mal gesagt, ich fand das einen sehr interessanten Gedanken, was in der Vergangenheit liegt, kann nicht verändert werden. Das kann nur vergeben werden.
Doch was in der Zukunft liegt, das kann gestaltet werden. Ich komme zum Schluss. Gnade und Wahrheit, beide gehören zusammen. Und das ist, so wie Kong es vorhin gesagt hat, herausfordernd für uns. Herausfordernd in unserem Leben, herausfordernd aber auch in manchen Konflikten. Ja, wir sind der Wahrheit verpflichtet. Jesus ist die Wahrheit, nicht wir. Wir sollen nach dieser Wahrheit streben, nach der ganzen Wahrheit und sie erkennen. Und manchmal hält uns Jesus auch diesen Spiegel der Wahrheit vor. Erkennen wir, wo unsere Schwächen sind? Woran denkst du da vielleicht gerade in deinem Leben? Aber auch wir leben aus der Gnade, die Jesus uns gewährt und täglich schenkt. Darum lasst uns auch anderen mit dieser Gnade begegnen. Lasst uns auch andere eine Tür öffnen für einen Neuanfang. Wen hast du da gerade vor Augen? Amen.